Wir haben heute Morgen noch mal über eins gesprochen, was mir nochmal richtig wichtig erscheint, die Sache mit der Schnelligkeit, mit dem impulsiven Sofort-Dasein, mit dem, dass die Gedanken sich nicht festsetzen können, sondern dass die Hand tut. Da fällt mir immer wieder was ein, Beuys hat das mal gesagt, er hat gesagt, das Denken findet im Knie statt. Ja, im Knie statt. Damit meint er natürlich ganz genau dieses sich bewegen, dass es im ganzen Körper eigentlich geschehen muss. Die alten Griechen wussten es genauso, die sind gegangen im Diskurs. Dann kommen diese Wandelwegen beim Kloster dazu. Es ist immer die Idee zu sagen, in der Bewegung, da passiert etwas, da geht es nochmal richtig los. Und das, denke ich mal, könnten wir jetzt nochmal als Übung machen. Ich stelle mir vor, dass wir 5 Minuten Bilder machen. Ihr habt alle jetzt angefangen, ihr seid nur was drin, da ist was passiert. Du warst zwar im Raum und hast den Raum gebastelt und dargestellt, aber du kannst jetzt schon wieder zurück auch aufs Papier gehen. Wir machen jetzt 5 Minuten Bilder. Ich mache immer so ein Zeichen, mein Telefon macht das dann. Und die fertigen Bilder, die kommen hier vorne auf den Tisch. Und das machen wir so, sagen wir mal, 10 Stück. 10 Bilder davon. Und beim Ablegen guckt ihr schon immer auch, was sind andere Bilder? Was passiert da in den anderen Bildern? Es ist absolut erlaubt, auch von den anderen Bildern Eindrücke mitzunehmen. Und was wir dann machen ist, nach den 10... Würde ich dir bitte sagen, dass du das jetzt nicht sagst. Okay, dann sag ich nicht. Weil das Problem ist, genau darum geht es. Das ist natürlich völlig recht. Der Meister. Ich habe mir das gerade gedacht. Das Problem ist, auch alles vorwegzunehmen und dann sind wir ganz locker drauf und dann geht das. Der Geist will das nicht. Der Geist will im Grunde noch keine Geschichte und will in der Seinszeit ankommen. Und Seinszeit heißt, das ist ganz wichtig, der kreative Moment einer schöpferischen Größe liegt darin, Land des Vergessens. Frage an euch, wo liegt das größte Bewusstsein? Möchtest du mal sagen? Na, das ist nur ein Zustand. Aber wo liegt das größte Bewusstsein? Das sind auch alle Sachen, die nicht interessieren. Das, und zwar von der Frage her nach, ich könnte es auch anders ausdrücken, wann hat man selber das größte Bewusstsein? Wenn man in der Sache auf eine Sache konzentriert ist, dann nicht. Das Bewusstsein. Im Name der Rose taucht das in einem anderen Bild auf. Der Abt sagt zum Wehr von Baskerville, er möge den Fall untersuchen. Mit anderen Hintergründen und es dann wieder verschließen. Es nicht aufgedeckt lassen. Ich könnte es anders ausdrücken, auf das Bewusstsein bezogen. Mach dir bewusst über das, was du brauchst und vergiss es dann wieder. Man kann ein Bewusstsein nur wirklich lebendig halten, wenn du das vergessen hast, wo du dir bewusst geworden bist. Also, die Tätigkeit alleine beinhaltet folgenden Anteil. Nichts außer der Tätigkeit selbst ist real. Alles, was darüber hinausgeht, ist Illusion zugunsten einer neuen Realität. Diese Tätigkeit, die findet in absoluter Wachheit statt. Genau. Der schlafende Geist ist der wachste Moment. Nicht der wachste Geist, denn der wache Geist ist mit sich selbst beschäftigt und beschäftigt sich nur dann mit der Wahrheit und kann nicht wahrnehmen, um was es geht. Auch anders könnte man es ausdrücken, es wäre so, als wenn man das Gefühl hat, man hat die Welterkenntnis und weiß, wie die Welt zusammenhängt und will dann noch die Welt anschauen. Die Welt würde man nicht mehr wahrnehmen. Man würde nur das Gesetz wahrnehmen. Man würde nur dahinter schauen können. Man würde in keinster Weise den Genuss haben, wie die Welt auf einen wirkt.
Und jetzt ist es ein extrem wichtiger Moment, weil wir sind davon abhängig, etwas dem Geist freizugeben, eine Idee rauszugeben und aus der Idee sie wirken zu lassen. Und wirken zu lassen heißt, sich zu verabschieden von sich selbst. Und dahin zu gucken, wie es wirkt. Und das ist das, was Bernhard auch gemeint hat, dass diese ganzen Geschichten in gewisser Weise ihre Selbstwirkung haben. Der einzige Unterschied bei der ganzen Sache ist, und das ist das Wesentliche, gib alles rein. Dieses alles reingeben, das ist der Hinweis von Hart, der Folgendes sagt, also mit dieser Übung, der zweite Teil hat er nicht gesagt, das ist ganz wichtig, es geht nicht darum, etwas zu machen, was ein Bild ist. Also Papier und dann mache ich was drauf und es wird jetzt zum Mechanismus. Sondern, das was wir heute Morgen auch hatten mit deinem Dschungel, sondern sich mit dem zu verbinden, was du gerade in Angriff nimmst. Und du weißt jetzt nicht, ihr wisst nicht, was ihr in Angriff nehmt, weil ich werde das Thema oder er werde das Thema sagen und ihr müsst es umsetzen. Und ihr habt keine Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob ihr das könnt. Also das ist wieder eine subjektive Befangenheit. Es geht nicht darum, zu befragen, ob ich das irgendwie gut kann. Es geht nicht darum, was wollen die damit? Geht das dann irgendwie noch weiter? Da war doch irgendwas. Muss ich da mal hingucken? Also das wäre der korrupte Gedanke, der immer eine Rolle spielt. Aber es geht hier um die Unbefangenheit des Moments. Und das ist das Entscheidende überhaupt. Wer hat das gesagt mit dem Bild? Was mit dem Bild? Mit dem Bild. Es geht nicht darum, ein Bild zu machen. Du hast was gesagt, du hast einen Namen gesagt. Habe ich das? Ja. Habe ich das gesagt? Du hast gesagt, es geht nur der erste Teil. Auf unsere Übung bezogen jetzt. Jetzt ja, es geht nicht darum. Wenn ich das wüsste, da sind wir jetzt wieder an der Frage mit dem Bewusstsein. Wenn ich das wüsste, was auch, also Harald würde das jetzt weiter formulieren, dann wären wir genau an der Stelle dran, was du heute Morgen gesagt hast, dann würde ich das ja gar nicht mehr machen, wenn ich es schon weiß, warum soll ich es dann noch umsetzen? Das heißt, die Tatsache alleine liegt darin, sich sozusagen auf einen Weg zu machen, den ich nicht weiß. Dieser wunderbare Begriff oder Ausspruch, der Weg ist das Ziel, ist die einzige Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen, im Land des Vergessens zu verweilen, aber trotzdem bewusst zu sein. Scully hat das einmal so ausgedrückt, ein bisschen bei sich zu sein, ein bisschen von sich wegkommen. Das wäre der beste Zustand. Das ist eine Schwingung. Genau. Das ist eine Schwingung. Das ist nicht ein Zustand, der ständig an einer Stelle ist, das wäre ein Stillstand. Das ist wie, wenn der Bildhauer mit dem Meißel in der Hand ausrollt. Er geht also nach außen in die Fläche, geht weg. Und ab diesem Zeitpunkt, wo der Hammer wieder zurückkommt, weiß die linke Hand schon, wo wird der Schlag stattfinden. Das ist nicht gedacht. Das würde überhaupt nicht funktionieren, wenn ich jetzt hier außen meine Schläge in der Hand habe und jetzt überlege erst, Wo ist denn jetzt der Hammer? Dann landet ihm auf dem Daumen dann. Dann wird man sonst. In dem Moment, wo ich in der Peripherie bin, in meiner Schwingung, weiß die Hand schon, wo es hingeht. Und das ist übertragbar, ob das jetzt Bildhauerei ist. Ich finde es nur so plastisch mit diesen beiden Zuständen, weil die da so stark vorhanden sind. Beim Malen sind die nicht ganz so stark vorhanden, weil ich hier die ganze Zeit auf dem Papier bin. Sagt jetzt der Bildhauer. Der Maler sagt, das ist genauso. Das ist eigentlich genauso. Ist genau. Wir hatten mal ein interessantes Gespräch mit den Dozenten, Uli Schneider, der war dabei und ich war dabei und die Studenten und haben uns gefragt, ja, sagt doch jetzt mal, jetzt müssen wir auf Arbeit kommen, woher wisst ihr immer, dass es funktioniert oder dass es läuft? Und da sagte der Uli einmal, auf die verzweifelte Frage dieser Prozesse, wenn man von Bild oder Plastik oder die Arbeit fragt, durch die Erfahrung haben wir gelernt, dass wir es immer wissen. Der Student würde sagen, oh Gott, ich glaube, wir machen was falsch.
Ich muss was anders machen. Ich verzweifle, weil ich komme nicht an. Ich komme nicht voran. Das heißt, der eigentliche Prozess, ohne es zu wissen, wie es aussieht, muss dir die Sicherheit vermitteln, dass du es kannst. Kunst des Bogenschießens. Genau. Kunst des Bogenschießens. Ich habe keine Ahnung davon. Aber ich ahne, dass es so ist. Nein, es ist noch gravierender. Auf dem künstlerischen Moment bezogen, also das, was wir gleich machen, gibt es einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Die Schönheit liegt darin, in der Tätigkeit selbst zu verweilen und sonst nicht. Die Schnelligkeit ist die Welt, die Langsamkeit ist die Vergangenheit, der Stillstand ist der Tod. Und die Schnelligkeit in diesem Moment, die hilft uns, uns nicht zu besaufen. Nee, angetrunken. Das passiert auch. Besaufen ist nämlich interessanterweise so, also diese Schwelgen, oder, das heißt, es gibt tausendfache Möglichkeiten, sich mit dem Geist auch kreativ so auseinanderzusetzen, es nicht zu tun. Weißt du, dann sagst du, ach weißt du, ich kann das nicht. Hast du schon mal gewusst, dass ich heute ganz schlecht drauf bin? Dass die Formate nicht stimmen und dass der Wetterumschwung ist so stark? Und eigentlich wollte ich doch gestern die Sonne haben. Wusstest du eigentlich, dass Kamm nicht in der Wilnisstraße wohnt? Ja, aber du hast das so recht. Ja, und jetzt kommt, du hast das so recht. Und ich sag dann noch, wie macht man das denn? Jetzt mach es doch endlich mal, Jo. So ist das Thema. Die Begründung, etwas nicht machen zu können, liegt damit zugrunde, etwas nicht zu wollen. Der wollentliche Anteil ist, ich sag mal so, 60% am höchsten. Auch der widersprüchliche Geist ist eine Willenserklärung. Also jetzt wie Kinder zu zeichnen, da will ich ja gar nicht. Und mit Packpapier, also bitte, ich bin jetzt wirklich erwachsen und habe Anspruch. Ich mache doch jetzt hier nicht so eine Kreidezeichnung. Ey, das ist doch nicht, also bitte. Aber das ist die fiese kleine Schwester von Ostdruck. Ja, genau. Bitte schreibe ich lieber ein Buch über die Erkenntnisse meiner Welt. Und dann kann ich jedem das erklären, dass ich erwachsen bin. Und was passiert? Ich hatte mal die nette Geschichte, das muss ich erzählen. Und bevor wir da losgehen, in Berlin gab es mal einen Künstler. Der hat einmal im Monat Freunde und Bekannte eingeladen und er hat über Bilder gesprochen, über seine Bilder. Über seine Bilder erzählt. Also er hat sie produziert, aber jeden Monat. Ja, er hat die Leute eingeladen. Und dann hat er erzählt und die waren alle von, der konnte rhetorisch super umsetzen. Total begeistert. Die haben nicht ein Bild gesehen, ne? Aber er hat nicht ein Bild gezeigt, sondern er hat nur erzählt. So. Aber der hat das so erzählt, also er war der Maler, klar. Er hatte Angst, dass man auf die Bilder guckt und so weiter. Naja, auf jeden Fall, das war der Renner, ja. Erst waren 20, dann waren es 40, dann waren es 60 Teilnehmer. Ein halbes Jahr später las man in der Zeitung, er hat sie umgebracht. Ist aus dem Fenster gesprungen. Er hätte nie ein Bild gemalt. Er hat nie eins gemalt. Er hat früher mal gemalt und hat das aufgegeben. Und jetzt wird es interessant. Das muss man immer wissen. Auch für euch, wenn ihr im künstlerischen Prozess seid. Kommt nie auf den Gedanken, wenn ihr in Gang kommt, es aufzugeben. Weil wenn du es aufgibst, hast du den Geist verraten und das rächt sich.
Ich habe eine Teilnehmerin, die möchte nicht mehr kommen, weil viel beruflich zu tun hat und so weiter. Und sagt, ja, und du warst noch nett zu mir letztes Mal. Ich sage, übertreibe jetzt. War schon angesagt. Aber dann sagt sie, nachher zu. Und du willst jetzt wo es losgeht, wo es ein bisschen schwierig wird, aufgeben? Der kontinuierliche Weg heißt, du gehst in dir auch eine Vereinbarung ein. Und du kannst nicht austeilen. Es sei denn, du bist glücklich über die Erfahrung, die du gemacht hast und im freien Willen, in der Entscheidung, sagst du, nee, das mit der Malerei, das ist okay, oder mit der Kunst, das ist okay, das war eine tolle Zeit, ich mache jetzt Sport oder was auch immer, ich bin glücklich. Dann kannst du das tun. Das wäre dann der freie Wille. Ist der freie Wille aber boykottiert, indem du sagst, na, also eigentlich müsste ich mir eingestehen, ich habe versagt, treibt dich das in den Wahnsinn. Das muss man nicht wissen. Du wirst es nicht los. Glaub das ja nicht. Dunkelauch, man will es ja nicht so blöd. Du hast die Arschkarte, machst rum und denkst, naja, jetzt reicht's mal, ne? Jetzt haben wir das mal 3 Jahre gemacht oder 4 Jahre und so. Und ich weiß ja, dass ich nicht weiterkomme, aber es reicht jetzt mal. Du findest ja auch immer eine Ausrede. Ja, klar. Die Konstruktionen drumherum, um das, warum es nicht geht. Ja, das meine ich ja. Es ist unglaublich, nee, was du fragst dich ja auch manchmal, warum soll ich jetzt eigentlich nochmal, es waren 100.000 Leute. Ja. Ist doch sowieso schon alles gemacht in der Welt. Genau. Hast du dich eigentlich mal gefragt, wenn diese Frage kommt, was du dann bist? Ja, wie sagst du das immer so schön? So Küchenschaffer. Ja, aber auch gleichzeitig, und das wird das Gemeine, auch die größte Hure. Hm. Die geistige Hure ist das, wenn man sich selbst verleugnet und sich zur Schau gibt, das, was mit dem Versagen zu tun hat. Ah, schau mich doch an, ich kann's nicht. Was erwartest du denn? Also, was erwartet man, wenn man diese Äußerung hat? Das ist die größte Pflicht, den Geist zu würdigen. Und nicht so abzutun. Das muss nicht mit der Kunst zu tun, da hat man im Leben auch etwas beleben, wegwerfen kann man auch nicht. Man hat das Leben geschenkt bekommen. Und das geht genau in die gleiche Richtung. Würdige das, was dir entgegenkommt. Und das auch, kann niemand anders finden. Nein, das kann niemand finden. Weißt du, das ist auch immer so wahnsinnig wichtig, dass man dann sucht man und dann hat man jemanden gefunden, der weiß ein bisschen was irgendwie. Man denkt sich, und eigentlich würde man am liebsten von demjenigen dann hören, was jetzt als nächstes kommt. Eigentlich muss, es ist ja noch schlimmer. Es ist ja noch schlimmer. Also warum geht man eine Beziehung ein? Man geht ja nur eine Beziehung ein, dass der andere mich glücklich macht. Und das sage ich dann im Ehevertrag. Glückliche Momente. Ich heirate dich und dann weiß ich genau, wenn mir es scheiße geht, kann der andere mich ja glücklich machen. Und dann merkt der andere, was für ein Paket bohrt der mir auf. Und dann, boah, hör mal. Erst war ja der ganze freie Geist, sie ist verheiratet und jetzt muss ich dir Dienst leisten, sie ihn glücklich zu machen. Ja, und ich sage, jetzt komme ich zu dir und sage, jo, kannst du mal mir das Bildchen fertig machen? Genau. Da fehlt noch ein bisschen was. Genau. Und das wäre doch toll. Vor allem, ich komme da nicht ran, aber wenn du mit deinem Geigen in deiner Schnelligkeit rein und wir beide zusammen, ey, wir werden so genial, oder? Wir beide, wir sind doch zusammen. Also wir beide, wir machen die Bilder und alles zusammen und dann treten wir auf als du, ja? Ja, und so. Also du konzipierst, ich hau das raus und du sagst, nee, das ist alles mit so wischiwaschi, machst noch ein bisschen was rein und so. Und jetzt wird es interessant. Das äußere Bild würde funktionieren, auf diese Frage. Mhm. Das äußere Bild, denn da fragt der Betrachter nicht danach. Mhm. Der sieht ja dann, oh ja, das sind diese Sachen und das ist da und so. Und jeder hat es verraten. Wir haben es beide verraten. Wir haben im Grunde genommen, haben wir uns beide gegenseitig die Kraft genommen. Und da muss man total aufpassen. Mal erkenne an, deine Einseitigkeit deines Daseins, wenn du gut denken kannst, leidenschaftlich denken, ist es eine Fähigkeit. Versuche nie, das Denken wegzukriegen. Erstens funktioniert das nicht, zweitens ist es eine Tatsache und drittens, so bist du geeignet. Aber arbeite mit dem, das ist auch ein Beuscher Gedanke, der sagt,
Jeder Mensch ist ein Künstler und bezieht sich auf die Frage hin, dass jeder auch gedenken kann. Und wenn er denken kann, dann soll er es so tun, wie er eben ist. Und darin die Welt erkennen. Also das ganze Knicken. Es geht nicht die Denkweise. Aber man kann, sagen wir mal, das lebendige Denken erlernen, das kann man. Aber das macht dann jeder auch auf seine Weise. Und das ist das Entscheidende. Also nochmal, der Hauptpunkt an der ganzen Sache, wo wir beide interessiert sind, ist, übt den Treuschwur eurer selbst. Wenn Aisha zum Beispiel anfängt zu malen, dann unsere Heimat und Gegenständlichkeit oder Porträts oder wie auch immer, dann ist das eine Welt, die sie bewegt. So wie dein Dschungelthema. Dann hat das absolute Priorität für den, der es, also für uns, für den Betrachter und in erster Linie auch für dich selbst. Aber dann ist ja, das habe ich mich ja vorhin gefragt, weil sie hat ja das Thema Dschungel. Ja. Und das hat sie ja schon lange. Also das ist ja was dir auch wie so einen Halt gibt, in dem du dich austoben kannst. So ist es. Wenn du aber das nicht hast, also wenn du eben diese Fokussierung nicht hast, sondern du bist ganz, du bist an einem Punkt, also jetzt nimm mal meine Sachen, die Geliebte, also mit der Mutter Erde habe ich ja angefangen. Genau. Und ich habe festgestellt, ich habe jedes Jahr ein Bild völlig unterschiedlich gemalt, hieß immer Mutter Erde, weil Mutter Erde für mich irgendwas ganz Wichtiges ist. Es ist immer eine Fragestellung, was ist es? Ist es Mutter Erde? Ist es Mutter? Ist es Erde? Egal. Das ist für dich egal. Das ist eigentlich gar egal. Nee, das Mutter ist Pachamama, also wie die indigenen Völker. Also sie verbindet da schon ganz was mit. Okay, so wie Regina gelernt hat, mit dem Dschungel ein Verhältnis einzugehen. Also mir wird es richtig, verstehst du, dieses Pachamama, das geht ganz weit rein. Ja? Jetzt ist meine Frage, bleibe ich bei dem Thema und male also so, oder bin dann Pachamama und stelle das dar, also versuche das zu malen. Male das, nein, versuche nicht, arbeite damit. Oder? Jetzt mit diesem Korpus, weißt du, wo ich da diese verschiedenen Formen rein habe? Oder ist der Korpus kommt ja von der Mutter Erde? Das wollte ich gerade sagen, ja? Das ist doch ganz nah dran. Aber es sind trotzdem verschiedene. Also es ist, was weiß ich, der Urwald ist eins davon. Und die Geliebte zum Beispiel, kann sich auch daran erinnern. Aber es ist ja dann nicht Mutter Erde in dem. Doch, Erinnerung. Du bist es ja. Ich verstehe. Gibt die Mutter Erde als Begriff ja das Thema ein, also klar und rissenfrei, oder beinhaltet der Begriff Mutter Erde die Aspekte und Facetten des Lebens, die dich berühren? Aha. Das heißt, man könnte hier von etwas sprechen, was in gewisser Weise jedem künstlerischen Prozess irgendwann mal entgegenkommt, das künstlerische Motiv. Das künstlerische Motiv ist entscheidend über den künstlerischen Weg. Solange das aber nicht ausgelotet ist, also man sagt, also jetzt probiere ich das mal aus als Begriff, Mutter Erde, und du kannst es nicht verbinden, sagst du, kommst bis zu einer bestimmten Grenze, weil du sagst, naja, es ist eher nicht so nah. Wenn es dir ganz nah ist, dann hat es erstens mit dir zu tun, zweitens ist es eine Kausalität deiner Gesetzmäßigkeit als geistige Größe im Ausdruck, und drittens, wenn man es ehrlich nimmt, vielleicht das Motiv für das ganze Leben. Ist Motiv jetzt dasselbe wie Thema? Also Motto, Thema, ist immer das Gleiche. Okay. Ja, das kann sein, also es könnte ja sein, dass Regina zum Beispiel auch jetzt über das Thema Dschungel, dschungelig, neue Aspekte und ganz andere Beziehungen herstellt. Es könnte sein bei dir, Mutter Erde, dass du merkst, wow, da geht der Bereich auf, ja, da kommen ganz andere dazu. Aber sich ein Thema vorzunehmen, das ist ja deine Frage, und sie dann sozusagen umzusetzen, und der liegt
der äußeren Wahrnehmung und der Planung, so wie du es gewohnt bist, in der Modeschöpfung. Mhm. Das ist nicht gemeint. Der innere Aspekt einer künstlerischen Haltung liegt darin, sein künstlerisches Motiv voranzutreiben. Das hat eine Gegenwirkung. Dieses künstlerische Motiv treibt dann ja wiederum mich weiter. Ja, und lässt vor allen Dingen eine Freiheit zu, von denen ihr noch gar keine so eine Ahnung habt. Denn wenn man das einbaut, muss man ganz klar sagen, verändert sich die äußere Welt bei dir. Erstens trifft er andere Menschen, zweitens sind die Bedingungen künstlerisch orientiert, nicht fachbezogen, orientiert der Funktion. Das heißt, das wären Funktionen des Willens als eine Orientierung des Geistes für etwas, das Sinn macht. Der eigentliche Sinn liegt aber völlig woanders. Der liegt in der Motivation, ein Leben zu führen, das dich innerlich bewegt. Ja, was mir Nahrung gibt. So, und jetzt darfst du dich nicht in einer bestimmten, und das ist gerade das, weil du das gerade auch so beschreibst, das Gemeine bei dir liegt, ist, dass du dem nicht traust, dass du eins hast. Du bist immer äußerlich orientiert zu sagen, ja, also wenn ich das jetzt abgespult habe, dann suche ich weiter, bis ich zu dem komme. Das heißt, dein Augenschein, ja, liegt darin, dass du sagst, ich bin immer auf der Suche. Das kann zum Prinzip werden. Ja, kommt natürlich, ist eigentlich logisch, wenn man nicht genug weiß. Das ist mir jetzt bewusst. Ne? Ja. Wenn ich nicht genug weiß, bin ich natürlich immer auf der Suche. Ich sage immer, du läufst rum, du hast Eier. Solche Eier vor Wissensanschauen. Ja. Und das wäre interessant, das wäre jetzt sehr interessant zu sagen, glaube ich, bei der Mutter Erde, das wäre, aus dem zu schöpfen, du hast es gerade, wie hast du es in dem anderen Namen gesagt? Pachamama. So, und wie sie das sagt, es ist, da merkt man gleich, da geht das Herz so auf. Das ist irre. Das ist ganz tief. Pachamama, ganz tief. Deshalb habe ich da auch eingefragt. Also, könnte man. Und dann sagst du Pachamama. Und da ist da was anderes. So. Im künstlerischen Motiv heißt das, Mutter Erde kannst du vergessen, wenn man es ganz wörtlich nimmt, Pachamama, das ist der Begriff. So, mit dieser Emotionalität des Geistes, das gedanklich, literarisch, egal wie ausgereizt werden kann, also umgesetzt in der Emotionalität, des Sichtbaren, wäre dein, ich sage das jetzt mal, weil ich dich auch kenne, das wäre im Grunde dann dein Urbild des Motivs, künstlerisches Motiv, das dazu führt, die Fragestellung, die du an das Leben hast, darin zu beantworten. Das ist nicht ein ausgedachtes Motiv. Und jetzt frage ich dich, der Zirkel deines Geistes führt dich immer da zurück. Gestern habe ich Folgendes gesagt, oder heute Morgen habe ich das Folgendes gesagt, wenn du deinen inneren Kreis betrittst, taucht der Meister auf. Der Meister, den du ständig suchst, betritt den inneren Kreis. Verweile bei deinem Pachamama. Es gibt nichts anderes.